Die 300-Euro-Strategie, wie Sie sich mit nur 300 Euro monatlich in den nächsten 10 Jahren schon ein kleines Vermögen aufbauen können, liebe Zuschauer, darüber reden wir jetzt in diesem Video. Und zwar haben wir viele jüngere Zuschauer auch durch YouTube auf unserem YouTube-Kanal und wir haben eine Umfrage gestartet. Und zwar ging es darum, wie viel Geld die jüngere Generation zwischen 18 und 24 monatlich sparen kann mit dem Start im Berufsleben. Und die Zahl, die dabei rauskam, waren knapp 300 Euro. Und was ich Ihnen hier zeige, zum einen ist es ein Silber Maple Leaf und zum anderen ist es eine Zehntelunze Gold Krügerrand. Der Silber Maple Leaf wird in solchen 25er Tuben geliefert. Das heißt, wenn man den Deckel bei der Münze öffnet, bei der Münzkapsel öffnet, sieht das so aus. Die Münzen liegen darin sozusagen nackt. Wenn Sie die Münzen in kleineren Mengen kaufen, empfehle ich immer diese Münzkapseln. Aber was hat es mit dieser 300-Euro-Strategie auf sich, liebe Zuschauer? Wir haben uns einfach Gedanken gemacht, wie Sie kontinuierlich eine Altersvorsorge aufbauen und von den zum einen immer stärker verbrauchteren Edelmetallen profitieren, aber zum anderen auch kontinuierlich ein wachsendes Vermögen haben. Und wenn Sie sich jetzt das Ganze mal etwas genauer ansehen, haben Sie bei 300 Euro, die Sie monatlich sparen, im Jahr 3.600 Euro, die Sie schon beiseite legen könnten, vorausgesetzt der Silberpreis wäre gleich. Das Schöne ist an ratierlichen monatlichen Käufen, dass man den Cost-Average-Effekt nutzt. Das heißt, sollte der Silberpreis oder der Goldpreis rückgängig sein, profitieren Sie ebenfalls auch von diesen Rückgängen. Und die Menge, die Sie bekommen würden, wären 5 von diesen Unzen aktuell zu knapp 20 Euro und eine Zehntelunze zu etwas unter 200 Euro, liebe Zuschauer. Und die Mischung aus diesen beiden ergibt dann 300 Euro. Also wir zeigen es nochmal bildhaft. 5 Einunzen Maple Leaf und eine Zehntelunze Krügerrand. Und warum ich heute in diesem Video tiefer drauf eingehen möchte, ist einfach, weil das Konsumverhalten in der heutigen Zeit durch die digitale Zahlung, durch die Kartenzahlung, durch Apple Pay, Smart Pay und immer weniger Kontrolle, sein Vermögen anzufassen, geht verloren. Aber wenn Sie sich sowas jeden Monat in den Tresor legen und das jeden Monat anfassbar haben, dann spüren Sie Ihr Vermögen. Zum einen gibt es den sogenannten Gold- oder Geldmagneten. Je mehr davon in Ihrem Tresor liegt, desto größere Einkommen werden Sie in Ihrem Leben erzeugen. Und zum anderen ist es so, wenn man mal hochrechnet, in 10 Jahren 36.000 Euro. Und wenn Sie schon früh genug beginnen, beispielsweise mit 20, dann hätten Sie mit 50 bei gleichbleibenden Preisen schon knapp 100.000 Euro Edelmetalle, die sich aufgebaut haben. Sollte der Silberpreis aber dahin laufen, wo der verbrauchten Silberpreis in den nächsten 10, 20, 30 Jahren hintreiben wird, dann ist es durchaus realistisch, aufgrund der wachsenden Population weltweit, dass eine Silberunze auch 50 oder sogar 100 Euro kostet. Denn wir reden hier von einem Rohstoff, der verbraucht wird, der große Industrienachfrage hat. Und beim Gold wissen Sie es ja, je mehr Menschen es gibt, desto weniger Gold kann jeder pro Nase haben. Also ist tendenziell der Goldpreis eben aus diesem Grund raus auch sehr interessant. Silber hat momentan ein sehr günstiges Verhältnis, ein sogenanntes Ratio im Verhältnis zu Gold. Das heißt, momentan ist Silber etwas unterbewertet. Und mit dieser Strategie wollten wir Ihnen einfach zeigen, wie Sie sich monatlich, wir werden es hier nochmal in der Tabelle darstellen, in einem Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren oder sogar in 40 Jahren, wie groß Ihr Vermögen anwachsen kann. Drücken Sie einfach mal auf Pause und schauen Sie sich mal an, wie lang Ihr Durchhaltevermögen ist. Der riesige Vorteil, den Sie nämlich bei Edelmetallen haben, liebe Zuschauer, und das vielleicht am Ende gesagt, aber nicht als unwichtigster Punkt: Wenn Sie Edelmetalle besitzen, dann tun Sie sich schwer, die wieder zu veräußern. Denn es ist natürlich so, dass jeder Händler oder jede Bank Ihnen die Münzen schnell abkauft. Aber Sie tun sich persönlich schwer, diese Ersparnis, die Sie ja hart erspart haben, wegzubringen, um sie wieder in Fiat Money zu tauschen und davon dann Konsum zu kaufen unter Umständen. Und deswegen ist das unsere 300-Euro-Strategie, die wir Ihnen als jüngere Menschen, aber auch vielleicht als im fortgeschrittenen Alter, je nachdem, wie viel Sie sich übrig im Monat beiseite legen können, zu eigen machen können. Natürlich, je mehr man sich sparen kann, desto größer wird das Vermögen. Und ich sage, wenn man sich in 30 Jahren damit über 100.000 Euro ansparen kann und vielleicht von den steigenden Preisen profitiert und das Ganze noch inflationsgeschützt, dann gibt es so einen Sparplan kaum, denn hier haben Sie physisch Ihr Geld in Ihrer eigenen Obhut und müssen nicht irgendeinem Lagerunternehmen vertrauen. Ich freue mich, wenn Sie uns einen Daumen hoch für diese Strategie geben. Geben Sie uns gerne auch einen Kommentar hier unten rein, wie viel Sie monatlich in Edelmetallen sparen. Und abonnieren Sie den YouTube-Kanal. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Bleiben Sie gesund. Mein Name war Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Und sollten Sie eine Beratung wünschen, dann wählen Sie gerne die eingeblendete Hotline. Dort bin ich, mein Vater, unser gesamtes Beratungsteam stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Bis bald. Tschüss.